Es ist wieder Zeit für unsere Online-Reihe zum Thema erneuerbare Energien. Ja, und heute passend zur Jahreszeit, denn da gibt es ja besonders viel, wollen wir uns mit dem Thema Windkraft beschäftigen. Genauer gesagt mit dem Stand, mit dem technischen Stand. Wie funktioniert das überhaupt? Wie sind so die Ausbauziele, beziehungsweise wie ist das Potenzial, der Ist-Stand und was können wir noch erreichen bayernweit und deutschlandweit? Und außerdem, was gibt es für wichtige Naturschutzaspekte? Denn wir hören ja oder lesen immer in der Zeitung, dass die Windkraft mit gewissen Naturschutzaspekten kollidiert. Kleinwindanlagen sowohl als Großwindanlagen wollen wir heute beleuchten. Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen unserem Referenten Alexander Wiedmann vom Kamin e.V., dem ich hiermit auch das Wort übergebe. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einleitung. Von mir auch nochmal schönen guten Abend. Ich freue mich, den Vortrag hier heute halten zu dürfen zum Thema Windenergie und versuche eben zu den ja, genannten Aspekten ein bisschen Einblick zu bringen. Dann würde ich auch gleich starten und teile meinen Bildschirm. Ja, wie schon gesagt, es geht um die Windenergie heute. Und einführend würde ich jetzt auf den Status quo eingehen, sowohl in Bayern als auch in Deutschland. Was ist so der Stand der Dinge? Und zuerst einmal würde ich auf die Stromerzeugung in Deutschland eingehen. Hier eine Grafik zur öffentlichen Nettostromerzeugung in Deutschland 2022, dieses Jahr quasi, sozusagen die ersten 10 Monate hier aufgeführt. Einmal aufgeführt oder unterteilt nach nicht erneuerbar erzeugten Strom und erneuerbar erzeugten Strom. Und man sieht, es ist ziemlich halb-halb tatsächlich. Wir haben etwas unter 50% nicht erneuerbar erzeugten Strom mit 200 Terawattstunden und knapp über 50% erneuerbar erzeugten Strom in Deutschland mit 208 Terawattstunden. Die Erneuerbaren sind hier jetzt nochmal aufgedröselt, beziehungsweise eigentlich nur die Windenergie jetzt hier herausgenommen. Die anderen Erneuerbaren, sprich PV, sprich Geothermie zum Beispiel oder Biomasse, machen hier 26% oder 108 Terawattstunden aus. Und die Windenergie hat hier um knapp 100 Terawattstunden beigetragen in Deutschland bisher, also bis Stand 2.11. Davon 80 Terawattstunden durch Wind onshore und 19 Terawattstunden durch Wind offshore. Die Begrifflichkeiten, vielleicht ist es auch schon bekannt, bei Wind onshore handelt es sich um Windanlagen, die an Land stehen und bei Offshore-Anlagen handelt es sich dann um Windanlagen, die auf hoher See stehen. Um die Stromerzeugung in Bayern kurz zu beleuchten, leider etwas ältere Zahlen aus dem Jahr 2020. Aktuellere stehen noch nicht zur Verfügung, leider. Hier die Bruttostromerzeugung, das muss man ein bisschen unterscheiden. Hier wieder aufgedröselt nach den Energieträgern und etwas genauer sogar hier die Kernenergie, Erdgas, Steinkohle etc. einzeln nochmal aufgeführt und man sieht, auch die Erneuerbaren haben in Bayern 2020 über 50% beigetragen zur Stromerzeugung. Von den Erneuerbaren in Bayern den größten Anteil geleistet hat die Photovoltaik mit fast 13 Terawattstunden, dicht gefolgt von der Wasserkraft. Beides ist ja bekanntermaßen recht gut ausgebaut in Bayern. Auch die Biomasse ist in Bayern nicht zu vernachlässigen. Und im Vergleich zu den anderen Erneuerbaren ist die Windkraft etwas geringer beteiligt, so mit knapp 5 Terawattstunden. Man sieht hier noch einen großen Anteil bei den nicht erneuerbaren Energieträgern der Kernenergie. Das schaut mit Sicherheit 2022 schon wieder anders aus. Es ist ja bekannt, dass die Kernenergie ja, zurückgeht. Wird auch die nächsten Jahre die Grafik dann anders aussehen. Erdgas auch noch einen erheblichen Anteil und die anderen nicht erneuerbaren Energieträger eher im geringeren Maße beteiligt an der bayerischen Stromerzeugung. Um jetzt auf den Anlagenbestand einzugehen, der Windanlagen in Bayern,
Wir sehen hier eine Auflistung vom kumulierten Anlagenbestand in Bayern mit Stand 30.06.2022, also Ende des ersten Halbjahres. Und hier mal aufgeführt Bayern und Deutschland im Vergleich eben. Und wir haben hier eine kumulierte Anzahl an Anlagen von über 1100 Windkraftanlagen in Bayern. Deutschlandweit haben wir über 28.000, also fast 28.300 Windkraftanlagen. Auf die Leistung gesehen sind in Bayern über 2500 Megawatt Leistung installiert. Deutschlandweit haben wir über 56.000 Megawatt Leistung installiert. Man kann die Leistung dann runterbrechen auf installierte Leistung pro Quadratkilometer Fläche, Landesfläche. Und hier haben wir deutschlandweit installiert 159 Kilowatt pro Quadratkilometer. Bayern liegt da ja deutlich drunter mit 36 Kilowatt pro Quadratkilometer. Wenn man das jetzt mit den anderen Bundesländern vergleicht, hinter Bayern liegt lediglich Berlin. Also Bayern ist somit auf die Landesfläche gerechnet, bei den Flächenländern eher sogar Schlusslicht. Knapp darüber Baden-Württemberg zum Beispiel mit 48 Kilowatt pro Quadratkilometer. Und zum Vergleich ein sehr windstarkes Bundesland, Schleswig-Holstein zum Beispiel, mit 456 Kilowatt pro Quadratkilometer installierter Leistung. Um den Bestand und die Zubauzahlen mal zu beleuchten, auch wieder hier Bayern aufgeführt und Deutschland für das Jahr 2021, haben wir hier eine Bruttozubauleistung in Bayern im letzten Jahr von 8 Anlagen mit 27 Megawatt Leistung. Wenn man jetzt die Anlagen noch abzieht, die zurückgebaut wurden, das waren 2 an der Zahl in Bayern mit 2 Megawatt Leistung, haben wir einen Nettozubau von 25 Megawatt Leistung bzw. 6 Windanlagen. In Deutschland war der Bruttozubau 21 bei 484 Anlagen mit ja, fast 2000 Megawatt Leistung. Wenn man den Rückbau von 230 Anlagen abzieht, kommt man auf 254 Windkraftanlagen, die netto zugebaut wurden, 21 deutschlandweit, mit einer Nettozubauleistung von fast 1700 Megawatt. Repowering fand in Bayern nicht statt letztes Jahr, was mitunter auch an dem im Vergleich etwas neueren Anlagenbestand liegt. Repowering bedeutet nämlich, dass alte, leistungsschwächere Windanlagen durch neuere, meist oder in der Regel ja leistungsstärkere Anlagen ersetzt werden. Deutschlandweit haben wir 64 Anlagen, die gerepowert wurden mit 244 Megawatt Leistung. Da es ja ein bisschen um Kleinwind auch gehen soll, haben wir hier noch kurz aufgeführt, 21 wurden 4 Kleinwindanlagen installiert mit einer Gesamtleistung von 9,2 Kilowatt. Die Zahlen basieren alle auf dem Marktstammdatenregister. Das heißt, es wäre möglich, dass mehr Kleinanlagen noch in Betrieb gingen, aber die halt einfach nicht registriert sind im Marktstammdatenregister. Wir haben hier die Zahlen aus dem ersten Halbjahr 2022. Wieder Bayern und Deutschland gesamt aufgeführt und wir haben hier einen Zubau an Anlagen von 3 Windkraftanlagen in Bayern im ersten Halbjahr mit 9 Megawatt Leistung. Deutschlandweit waren es 238 Windkraftanlagen mit ja, 976 Megawatt Leistung und Genehmigungen im ersten Halbjahr auch 3 Anlagen in Bayern. Deutschlandweit waren es 334 Windkraftanlagen in Bayern mit knapp 17 Megawatt Leistung. Man sieht hier schon den Unterschied. Der Trend geht zu leistungsstärkeren Anlagen. Also gleiche Anlagenzahl, fast die doppelte Leistung, die da genehmigt wurde. Deutschlandweit dann eine genehmigte Leistung von über 1700 Megawatt. An diesem Punkt natürlich auch zu erwähnen, eine der 3 zugebauten Anlagen befindet sich ja in relativer Nähe zu Carmen. Deswegen habe ich auch ein paar Bilder dabei. Das ist die dritte Anlage beim Schiederhof in Niederbayern. 2 bestehende Anlagen. Mein Bild, glaube ich, ist jetzt recht klein. Mein Hintergrundbild
zeigt die zwei bestehenden Anlagen. Das ist die dritte Anlage und auch die letzte für diesen Ort, die hier zugebaut wurde. Dann noch ganz interessant zu sehen eigentlich die Aufdröselung des Anlagenbestands bzw. der installierten Leistung in Bayern nach den Regierungsbezirken. Wir haben hier links die installierte Leistung nach Regierungsbezirke und hier rechts den Anlagenbestand nach Regierungsbezirk aufgedröselt. Und hier kann man auch, ähnlich wie in Deutschland ein Nord-Süd-Gefälle besteht, kann man auch hier in Bayern ein Nord-Süd-Gefälle beobachten. Sowohl in der Leistung als auch bei den installierten Anlagen sind die Franken deutlich weiter vorne als Südbayern. Wir sehen hier die meiste Leistung in Bayern steht im Frankenland, hier Oberfranken, Unterfranken und hier in Grün Mittelfranken. Und Schlusslicht in Bayern tatsächlich Niederbayern. Deswegen ist es auch ein bisschen besonders jetzt mit der dritten Anlage, die ich gerade gezeigt habe. Und bei der Leistung schaut es dann, bei der Anzahl der Anlagen schaut es dann natürlich ganz genauso aus. Die meisten Anlagen eben hier im Frankenland und die wenigsten tatsächlich auch in Niederbayern. Dann hier noch ein Punkt, der vielleicht auch interessant ist zu betrachten, nämlich die CO2-Einsparung, die durch die erneuerbaren Energien stattfindet. Hier einmal für das Jahr 2021, sind vorläufige Zahlen aufgedröselt nach den unterschiedlichen Energieträgern. Hier die Windkraft, EnPV, Biomasse, Wasserkraft, Geothermie, natürlich sehr geringer Anteil. Gesamte Einsparung. Wir haben hier die vermiedenen Treibhausgasemissionen der Stromerzeugung in Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. Das waren dann gesamt knapp 167 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente und davon durch die Windkraft der größte Beitrag tatsächlich mit fast 87 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten. Dann würde ich auch schon zu den technischen Grundlagen kommen. Und wir haben die neue Anlage gerade schon gesehen. Das dient auch gleich als Beispielbild, denn das ist eigentlich die Anlage, so wie man es kennt und wie man es auch sieht, ein sogenannter Horizontalläufer. Wir haben hier quasi die Drehachse und das Windrad dreht sich so dann um die Drehachse rundum. Es gibt tatsächlich auch eine andere Bauform oder andere Bauformen tatsächlich, nämlich die sogenannten Vertikalläufer. Mit der Drehachse vertikal, wie der Name schon sagt, und die Anlage dreht sich dann so rum. Wie man hier an den Zeichnungen schon sieht, gibt es da verschiedene Bauweisen. Hier haben wir den H-Darius-Rotor oder den Darius-Rotor. Hier in der Mitte der Savonius-Rotor, ein Widerstandsläufer, die anderen zwei Auftriebsläufer. Was das bedeutet, da komme ich später dann noch drauf zu sprechen. Es hat schon seinen Grund, warum man heutzutage, vor allem bei den großen Anlagen, eher diese Bauform sieht oder eigentlich nur diese Bauform. Diese Bauform sieht man, wenn man es mal sieht, eigentlich nur bei Kleinwindanlagen. Es gibt zwar mittlerweile ein, zwei Firmen, sind mir bekannt, die daran arbeiten, diese Anlage in den Megawattbereich zu bekommen. Durchgesetzt hat sich aber einfach der Horizontalläufer, nicht zuletzt durch den größeren, besseren Anlagenwirkungsgrad. Das Ganze hat dann auch physikalische Gründe. Deswegen hat sich die Anlage einfach durchgesetzt. Wenn man sich mal die Komponenten anschaut, es kann zwar im Detail etwas variieren, aber so im Grundlegenden ist es eigentlich immer gleich, auch Groß- oder Kleinanlage. Wir haben unten beginnend natürlich das Fundament und darauf stehend den Turm. Da ist dann unten der Wechselrichter vielleicht verbaut, vielleicht auch nicht. Das kann variieren, aber durchaus steht da oftmals ein bisschen Technik unten. Die meiste Technik ist aber in der Gondel verbaut. Wir haben in der Gondel den Generator, wir haben Messinstrumente, wir haben natürlich das Getriebe drin, Messsensorik, Steuerungselektronik. Die Gondel muss ja mechanisch auch in den Wind gedreht werden, damit der Wind dann natürlich auch genutzt werden kann. Es ist Mechanik drin für die Rotorblätter, dass die verstellt werden können und so weiter. Wir haben hier dann
Natürlich an der Gondel droht die rote Narbe, an der die roten Blätter befestigt sind. Und wir haben hier nur aufgeführt ein paar wichtige Begriffe. Einmal vom Fundament bis zur Mitte der Narbe, die sogenannte Narbenhöhe. Hier einmal den Rotordurchmesser, das ist ja eher selbsterklärend. Und was jetzt hier nicht aufgeführt ist, ist nämlich die Höhe vom Fundament bis zur obersten Flügelblattspitze. Das ist die sogenannte Gesamthöhe. Das ist dann auch eine wichtige Höhe, zum Beispiel bei der Genehmigung, vor allem bei Kleinwildanlagen, dann auch eine wichtige Größe. Ich habe vorhin schon mal den Trend angesprochen bei der Technik, bei den Bauformen. Ich habe schon angedeutet, der Trend geht nach wie vor zu größeren Anlagen. Und wir haben hier eine zu erwartende durchschnittliche Anlagengröße für das Jahr 2026 mal aufgeführt vom Bundesverband Windenergie. Wir haben hier die nochmal aufgeführt nach Schwachwind- und nach Starkwindstandort bzw. Schwachwindanlage, Starkwindanlage. Was bedeutet das? Ja, der Grund für die unterschiedlichen Entwicklungen sind die extrem unterschiedlichen Windbedingungen, wie ich auch vorhin schon mal kurz angedeutet habe. Eben im Norden sind die Windverhältnisse besser als bei uns in Bayern im Süden. An der Küste werden in der Regel Anlagen mit großen Leistungen und verhältnismäßig kleinen Rotordimensionen gebaut, da aufgrund der guten Windbedingungen auch so bereits eine hohe Auslastung der Anlage erreicht werden kann. Im Mittelgebirge hingegen und in der norddeutschen Tiefebene stehen die Anlagen häufig in Gebieten, in denen die Windverhältnisse durch Hindernisse wie zum Beispiel Waldgebiete negativ beeinflusst werden. Um die verfügbaren Windressourcen so gut wie möglich nutzbar zu machen, werden hier die Anlagen mit niedrigeren Leistungen und größeren Anlagendimensionen eingesetzt. Das ist quasi so der Unterschied zwischen den Standorten bzw. zwischen den Anlagen. Man sieht eben hier den Unterschied in der Leistung im Rotordurchmesser eigentlich nicht, aber dann wieder in der Narbenhöhe, wie ich gerade schon gesagt habe. Man hat mehr Hindernisse auf so Standorten wie in Bayern und da ist es dann besser, wenn man die Anlage höher baut, um bessere, konstantere Windgeschwindigkeiten abzugreifen. Wir haben dann logischerweise durch die höhere Narbenhöhe auch einen größeren Abstand der Rotorblattspitze zum Grund und die Gesamthöhe variiert demnach natürlich auch 200 Meter zu 230 Meter. Der Trend, wie gesagt, nach oben. Das ist, wie gesagt, der Durchschnittswert. Es gibt durchaus auch Wind-an-Land-Anlagen mit 6 Megawatt oder 7 Megawatt Leistung mittlerweile. Hier noch vielleicht eine technische Komponente, die gern mal gefragt wird und eigentlich ganz interessant ist, meiner Meinung nach, die Sturmsicherung. Wie verhält es sich da eigentlich? Da gibt es verschiedene Sicherungssysteme, die hier mal aufgeführt sind. Wir haben zu Beginn das Bremssystem, das natürlich, ja, wie der Name schon sagt, eigentlich selbsterklärend ist. Das Bremssystem bremst halt und stoppt die Umdrehung der Rotorblätter. Es gibt das Pitch-System. Bei dem Pitch-System wird der Anstellwinkel der Rotorblätter verstellt. Also das Rotorblatt, das ist vorhin die Mechanik, die ich erwähnt habe, die noch verbaut ist. Das Rotorblatt wird gedreht und somit die Anströmung an das Rotorblatt verändert, verschlechtert und somit der Auftrieb verschlechtert und dadurch vermindert sich die Umdrehungsgeschwindigkeit. Es gibt dann noch die Stallregelung, die sogenannte. Das ist eine bestimmte Beschaffenheit der Rotorblätter, die dazu führt, dass es automatisch bei Überschreitung einer gewissen Windgeschwindigkeit zu einem Strömungsabriss und somit zum Stillstand der Anlage kommt. Das ist quasi ein aerodynamischer, physikalischer Effekt, der hier zunutze gemacht wird. Und zu guter Letzt die Helikoptersicherung, die ist jetzt eigentlich für die Großwindanlagen eher uninteressant. Das ist was man eher bei Kleinwindanlagen findet. Da hebt sich quasi der gesamte Rotorstern, der neigt sich dann nach oben, schaut dann aus wie Helikopter, daher auch der Name. Dreht sich durch diese Maßnahme dreht sich das Rotorblatt quasi aus dem Wind raus. Jetzt habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen, das Widerstandsprinzip und das Auftrittsprinzip. Also die Prinzipien, wie so eine Windanlage funktioniert oder funktionieren kann. Hier zuerst einmal das Widerstandsprinzip.
Wir haben hier das Beispiel einer Windmühle, wie sie es ja früher Verwendung gefunden haben. Da ist vielleicht nur weniger Strom erzeugt worden, sondern zum Teil sind die Windmühlen natürlich als ja, Sägewerke irgendwie benutzt worden, als Pumpen und so weiter. Und wir haben hier noch ein Bild einer amerikanischen Windturbine, die auch nach dem Widerstandsprinzip arbeitet. Und hierbei trifft der Wind auf das Flügelblatt, auf das sind oft irgendwelche ja, Stoffteile gewesen bei diesen Windmühlen, trifft drauf und durch den Druck des Windes wird der Rotorstern in Bewegung dann gebracht. Die Energieumwandlung findet somit über Widerstandsflächen statt. Der Wirkungsgrad ist weniger gut als bei den Auftriebsprinzip. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Wirkungsgrad beim Widerstandsprinzip von unter 20%. Beim Auftriebsprinzip verhält es sich folgendermaßen eigentlich wie beim Flügelblatt eines Flugzeuges. Wir haben durch die Form der Rotorblätter eine verschiedene schnelle Strömung auf den beiden Seiten. Wir haben eine langsame Strömung auf der Unterseite, die zu einem Überdruck führt, eine schnellere Strömung auf der Oberseite, die zu einem Unterdruck führt und dadurch wird das Flügelblatt dann in Bewegung gebracht. Und somit kann man sich dann auch vorstellen, bei der Pitch-Regelung, wo ich vorhin erwähnt habe, wenn das Flügelblatt dann bewegt wird und die Anströmung anders ist, verlangsamt sich dann die Drehung des Rotors. Und hier erreicht man Wirkungsgrade bis zu 50%. Kann man vielleicht sagen, ja, könnte vielleicht auch noch besser gehen. Dazu möchte ich nur kurz in den Kopf rufen oder kurz erwähnen, das führt nämlich sonst zu weit. Physikalisch gesehen ist ein Wirkungsgrad von über 59% nicht möglich. Das hat aerodynamische Gründe, das hat ein Herr namens Betz mal berechnet. Daher nennt sich das Ganze auch Betz-Faktor. Und wenn man sich das dann vor Augen führt, maximal 59, gerundet 60% Wirkungsgrad möglich, sind Wirkungsgrade von bis zu 50% beim Auftriebsprinzip schon ziemlich gut. Ich möchte hier im Rahmen auch auf die Parameter für die Wirtschaftlichkeit eingehen. Was ist wichtig für den Betrieb einer Windanlage? Was ist wichtig beim Standort? Auf was muss bei der Standortwahl überhaupt geachtet werden? Und ja, für einen sinnvollen und wirtschaftlichen Betrieb. Da gibt es verschiedene Faktoren. Es ist nicht so einfach wie bei der PV-Anlage. Sonne scheint und es wird Strom produziert. Beim Wind gibt es mehrere Punkte, die zu beachten sind. Das ist alles ein bisschen komplizierter tatsächlich. Natürlich, logischerweise, die Windgeschwindigkeit ist wichtig, ein wichtiger Faktor. Das soll auch diese Grafik mal darstellen. Wir haben hier auf der X-Achse aufgeführt die Windgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde. Wir haben hier auf der Y-Achse die Windleistung in Watt. Und die Grafik soll jetzt zeigen, man hat keinen linearen Zusammenhang zwischen Windgeschwindigkeit und Windleistung, sondern einen exponentiellen Zusammenhang. Das heißt, die Leistung, die im Wind steckt, steigt überproportional mit der Windgeschwindigkeit mit. Das Ganze kann man sich mit einer Rechnung vielleicht ein bisschen besser verdeutlichen. Keine Sorge, Sie müssen jetzt natürlich nicht rechnen. Das soll nur ein kleines Rechenbeispiel sein. Hier die Windgeschwindigkeit und die Leistung des Windes. Das ist die Formel P für die Leistung. Die Leistung, die im Wind steckt, wird eben berechnet mit einem Halbmal der Fläche des Rotorblattes. Man kann sich vorstellen, die Fläche des Rotorblatts ist sozusagen die Erntefläche von der Windanlage. Daher hat natürlich der Durchmesser bzw. der Radius natürlich Einfluss auf die Leistung, die dann erzielt werden kann. Wir haben die Dichte der Luft, die natürlich eine Rolle spielt, und hier die Windgeschwindigkeit. Man sieht, die Windgeschwindigkeit geht mit dritter Potenz in die Formel ein und ist dementsprechend sehr wichtig. In diesem Rechenbeispiel, das ist jetzt zwar ein Rechenbeispiel für Kleinwindanlagen, das ist aber eigentlich, tut nichts zur Sache. Das Ergebnis wird das gleiche sein.
Es ist einmal durchgerechnet worden für die Windgeschwindigkeit 5 Meter pro Sekunde und einmal für die Windgeschwindigkeit 10 Meter pro Sekunde. Man kommt dann auf folgende Ergebnisse, die man dann ins Verhältnis setzen kann, wo man dann zu dem Entschluss kommt oder zu der Aussage, dass eine Verdopplung der Windgeschwindigkeit, wie wir es hier haben, zu einer Verachtfachung der Leistung führt, die im Wind steckt. Das ist eben das, was ich mit überproportional meine. Mit einer Verdopplung der Windgeschwindigkeit, achtfache Leistung, die im Wind steckt und die man dann im Endeffekt auch gewinnen oder zur Stromnutzung, Stromgewinnung nutzen kann. Dementsprechend ein wichtiger Punkt, die Windgeschwindigkeit. Man schaut sich da oft die durchschnittliche Windgeschwindigkeit am Standort an, aber die Formel soll eben auch zeigen, dass nicht nur die durchschnittliche Windgeschwindigkeit wichtig ist, sondern auch die Verteilung der Windgeschwindigkeiten über den ja, Betrachtungszeitraum, nenne ich es jetzt einmal, sagen wir mal über ein Jahr. Eben weil dieser Sachverhalt eben so ist, wie ich es gerade dargestellt habe. Die Verteilung der Windgeschwindigkeiten, das bedeutet, wie oft habe ich eine bestimmte Windgeschwindigkeit im Jahr zum Beispiel. Das ist dann meistens irgendwie eine Kurve, die dann so ausschaut, wie hier dargestellt. Und das soll eben auch da zeigen, Standorte mit abweichenden Windgeschwindigkeitshäufigkeiten und ansonsten identischen Durchschnittsgeschwindigkeiten können beträchtliche Unterschiede im Energieertrag aufweisen, eben aus den genannten Gründen, wie die Formel eben auch gezeigt hat. Da hohe Windgeschwindigkeitsspitzen eben, selbst wenn sie selten auftreten, überproportional höhere Energieerträge generieren als eher konstante Windgeschwindigkeiten, die sich nicht weit von den Durchschnittswerten entfernen. Das zeigt eben auch, wie essentiell zum Beispiel in der Vorbereitung dann, egal bei den großen oder bei den kleinen Anlagen, es ist, eine Windmessung durchzuführen, um eben meinen Standort einschätzen zu können. Und das zeigt eben auch, dass die Windgeschwindigkeit am Standort, das ist halt auch kein Wert, den man pauschal annehmen kann. Man muss wirklich das für seinen individuellen Standort begutachten. Bei den großen Anlagen habe ich mir sagen lassen vom Projektierer mittlerweile auch, ist oftmals heutzutage gar keine Windmessung mehr möglich. Es gibt anscheinend schon sehr gute Programme, mit denen die das berechnen können und dann gute Abschätzungen treffen können. Aber vor allem im kleinen Bereich dann ist die Windmessung auf jeden Fall wichtig. Das ist aber auch nicht der letzte Faktor. Es gibt noch weitere Faktoren, zum Beispiel den Einfluss der Umgebung, den ich ja vorhin auch schon mal angesprochen habe. Bayern, waldreich, wir haben Gebirge in Bayern. Das ist natürlich eher schlechter für die Windenergienutzung. Man hat dann eine rauere Oberfläche sozusagen, welche dann zu Verwirbelungen in der Luft führt. Bei der Windenergienutzung will man nämlich eigentlich eine sogenannte laminare, eine geradlinige Strömung, Anströmung an das Rotorblatt haben, um die Energie aus der Luft nutzen zu können. Die laminaren Strömungen können dann effektiv verwertet werden. Durch so Hindernisse wie zum Beispiel Bäume, Wälder, Gebäude kommt es eben zu Verwirbelungen, zu sogenannten turbulenten Strömungen. Die möchte man nicht haben bei der Windenergienutzung. Und führen nebenbei bemerkt auch noch zu höheren mechanischen Beanspruchungen der Anlage, was man natürlich auch eher nicht haben möchte. Wo man dann eben wieder zu dem Punkt kommt, den ich vorhin auch erwähnt habe, mit den höheren Anlagen für so schlechtere Standorte wie Bayern. Das soll auch diese Grafik mal verdeutlichen. Man kann jetzt natürlich vielleicht auch sagen, das ist Flachland, kein Hindernis. Da haben wir überall relativ laminare Strömungen. Hier haben wir vielleicht Bayern mit Wäldern und die Verwirbelungen, die erreichen natürlich auch eine gewisse Höhe in die Luft, also eine gewisse Höhe hoch. Und mit höheren Anlagen umgeht man halt einfach diese Verwirbelungen und kann dann bessere Windgeschwindigkeiten abgreifen. Hier nochmal zusammengefasst eben Art der Dichte der Hindernisse, Geländeoberflächenverlauf ist wichtig, Geländerauigkeit und Windhäufigkeitsverteilungen. So viel ein bisschen zur Technik und zur Funktionsweise der Windenergienutzung. Jetzt würde ich ein wenig auf die Potenziale in Bayern und Deutschland zu sprechen kommen.
Da würde ich einführend jetzt mal beginnen mit dem Wind-an-Land-Gesetz. Es ist vielleicht bekannt aus den Medien, die neue Regierung hat dieses Gesetz auf den Weg gebracht. Das Wind-an-Land-Gesetz beinhaltet eine Reihe von Gesetzesänderungen mit dem Ziel, den Ausbau von Windenergieanlagen an Land zu erhöhen und zu beschleunigen. Darin enthalten sind das neue Windenergieflächenbedarfsgesetz, ein ja, sehr tolles bürokratisches deutsches Wort, abgekürzt WindBG. Es sind auch enthalten Änderungen des Baugesetzbuches, des Raumordnungsgesetzes und des Erneuerbaren Energiegesetzes. Des Weiteren neben diesem Gesetzespaket gibt es auch noch Änderungen des Bundesnaturschutzgesetzes. Ja, das Ganze soll, wie gesagt, den Windausbau beschleunigen. Hier mal rausgepickt, das WindBG. Durch dieses Gesetz sollen die Vorgaben des Koalitionsvertrags umgesetzt werden, nämlich 2% der Bundesfläche für die Windenergie vorzusehen. Hat man vielleicht in den Medien auch schon mal gehört. Das Windenergieflächenbedarfsgesetz ist eben Teil dieses ja, Wind-an-Land-Gesetzes und es gibt den Ländern verbindliche Flächenziele vor, um die Ausbauziele zu erreichen. Ich habe mal die Ausbauziele für Bayern mitgebracht. Das ist auch nochmal unterteilt in zwei Stufen. Einmal bis Ende 27 und einmal bis Ende 32 müssen diese Ziele erreicht werden. Für Bayern wurden die Ziele formuliert, dass bis Ende 27 1,1% der Landesfläche für die Windenergie bereitstehen sollen, bis Ende 32 1,8%. Ich habe jetzt zum Vergleich einmal einen windstärkeren Standort dabei, nämlich Niedersachsen. Da sind die Ziele natürlich deutlich höher. Wir haben hier bis Ende 27 müssen 1,7% der Landesfläche bereitstehen und oder ausgewiesen sein für die Windenergie und bis Ende 32 2,2%. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist es überhaupt machbar? Sind die Ziele realistisch, sind es unrealistisch? Wie schaut es da aus? Es hat zwei Studien gegeben, tatsächlich, die das Ganze mal betrachtet haben, relativ aufwendig. Das habe ich hier mal versucht, ein bisschen zusammenzufassen. Ich habe es hier auch verlinkt, hier der Hinweis eben, da kann man es im Detail nochmal nachlesen, auch die Bedingungen, die Annahmen, die getroffen wurden und so weiter. Ich habe es hiermit versucht, eben ein bisschen zusammenzufassen, die Flächenpotenziale sowohl in Bayern als auch in Deutschland. Und zum Vergleich eben finde ich immer ganz interessant, dann einen windstarken Standort heranzuziehen. BWE ist der Bundesverband Windenergie und BMWK, das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Die haben versucht, verschiedenste ja, Kriterien mit einfließen zu lassen, auch Ausschlusskriterien für Flächen und so weiter. Wichtige Parameter vielleicht, die noch angenommen wurden, die ich noch erwähnen möchte, ist die durchschnittliche Windgeschwindigkeit von 6,5 Meter pro Sekunde beim BWE bei einer Nabenhöhe von 150 Metern. Das Ganze basiert auf dem Global Wind Atlas, den kann man sich durchaus einmal anschauen. Ganz interessant, da kann man sich Windgeschwindigkeiten weltweit in verschiedenen Höhen anschauen. Und der BWE kommt eben zu dem Ergebnis, dass in Bayern 4,6% des Potenzials eben, also Bayern ein Potenzial von 4,6% der Landesfläche hat, in Niedersachsen 7,8%. Und deutschlandweit 5,8%. 5,8%. Das BMWK, man sieht, die Zahlen unterscheiden sich dann doch, hat andere Parameter vielleicht auch gesetzt und dadurch kommt es auch zu anderen Zahlen. Wir haben hier mal das Basisszenario aufgeführt, wieder A und B, Windhöfigkeit A und B. Das bedeutet, im Basisszenario wurde die gleiche durchschnittliche Windgeschwindigkeit von 6,5 Metern pro Sekunde angenommen bei 150 Metern Nabenhöhe. Beim Szenario B, das ist hier und hier gleich, beim Szenario B wurden einfach
Flächen, die unwahrscheinlicher sind für die Windenergienutzung, hinzugerechnet, weil die Praxis gezeigt hat, dass auch solche Flächen durchaus mit Windanlagen bebaut werden. Daher diese unterschiedlichen Szenarien. Und bei Windhöfigkeit, in diesem Szenario wurde eine höhere durchschnittliche Windgeschwindigkeit von 7 Metern pro Sekunde angenommen und Standorte quasi unter 7 Meter pro Sekunde ausgeschlossen. Das sieht man dann eben an den Zahlen, die nach unten gehen. Wir haben hier 5,7, 5,8% für Bayern, 3,2, 3,3%. Bei Niedersachsen bleibt es gleich. Das zeigt eben auch den besseren Windstandort. Es fallen keine Flächen weg, wenn man die durchschnittliche Windgeschwindigkeit höher nimmt. Es bleibt bei den gleichen Prozentzahlen. Deutschlandweit haben wir hier eben eine ja, Angaben von 4,5 bis 5,4 bzw. 3,7 bis 4,5%. Was damit zu sehen sein soll. Deutschlandweit sollen 2% der Fläche ausgewiesen werden. Das ist das Ziel der Bundesregierung. Für Bayern sollen 1,8% ausgewiesen werden. Das ist die Vorgabe der Bundesregierung für Bayern. Und wir sehen, die Studien zeigen, dass das Potenzial durchaus vorhanden ist und das Ziel auch wirklich zu erreichen ist. Hier habe ich es mal versucht, grafisch aufzuzeigen. Es ist jetzt in der Präsentation vielleicht etwas unübersichtlich. Das ist dann auch eher gedacht. Sie bekommen ja die Folien im Nachgang. Da können Sie sich das Ganze dann in Ruhe einfach mal anschauen. Eben auch die anderen Bundesländer mal aufgeführt, was ich persönlich ganz interessant sehe, um das mal zu, finde, um das mal zu sehen. Ein Thema möchte ich hier noch einschieben, weil es einfach ein Thema ist, das häufig nachgefragt wird und ja, das Interesse einfach groß ist, nämlich die 10H-Regel. Die 10H-Regel besagt vereinfacht gesagt, dass Windkraftanlagen einen Mindestabstand des Zehnfachen ihrer Höhe zur nächsten Wohnbebauung einhalten müssen. Die 10H-Regel gibt es oder gab es seit 2014. Dieses Jahr hat die Bayerische Landesregierung eine Reform der 10H-Regel beschlossen, nämlich für folgende 6 Ausnahmefälle soll der Mindestabstand eben vom 10H auf 1000 Meter verringert werden. Also nur mal kurz, wir haben vorhin eben geredet von Anlagen mit 200 Meter Gesamthöhe, da kämen wir dann auf einen Abstand von 2000 Metern. Das heißt, das ist dann schon eine deutliche Verringerung des Mindestabstands. Bei diesen 6 Punkten eben in Vorrang- und Vorbehaltsgebiete. Das sind dann eben so Gebiete, die für die Windenergie ausgewiesen werden und jetzt auch ausgewiesen werden sollen. Wir haben hier in der Nähe von Gewerbe- und Industriegebieten auf vorbelasteten Flächen. Darunter versteht die Bayerische Landesregierung zum Beispiel mehrspurige Autobahnen oder zum Beispiel vielbefahrene Bahnstrecken. Bei Repowering-Projekten, wie vorhin schon erwähnt, ersetzen alte Anlagen durch neue Anlagen, bei Truppenübungsplätzen der Bundeswehr und auf Waldgebieten. Das Inkrafttreten der Reform muss ich mich jetzt entschuldigen, das habe ich nicht ausgebessert, wurde zu Recht für dieses Jahr erwartet, nämlich es ist beschlossen worden von der Bayerischen Landesregierung für Mitte November tatsächlich. Das ist relativ neu. Ich würde jetzt noch kurz Naturschutzaspekte betrachten oder beleuchten wollen. Hierzu habe ich erst einmal eine ja, sehr umfangreiche Aufführung, was für die Genehmigung mindestens alles nötig ist. Das will ich jetzt gar nicht im Detail durchgehen. Das soll ich nur einmal zeigen, dass wahnsinnig viele Punkte zu beachten sind bei Großwindprojekten. Unter anderem eben die Standortbeschreibung, Windgutachten, wie ich es schon gesagt habe, und natürlich auch der Artenschutz. Ist ein wichtiger Punkt, den es zu beachten gilt. Und da gibt es auch durchaus strenge Vorgaben. Das Ganze ist im Bundesnaturschutzgesetz formuliert. Und ja, welche Arten, welche Tiere sind überhaupt betroffen? Ich denke, das ist durchaus bekannt. Also das erhöhte, ein erhöhtes Risiko haben Groß- und Greifvogelarten und auch Fledermausarten. Das sind mit Sicherheit die Tiere, Tierarten, die da am meisten davon betroffen sind. Im Bundesnaturschutzgesetz ist es so, dass besonders geschützte Tierarten dort aufgeführt sind
Und das Bundesnaturschutzgesetz formuliert ein Verbot zur Tötung, zur Verletzung, zur Störung etc. dieser Tiere. Muss man sich dann so vorstellen, dass es da eine Tabelle gibt, wo bestimmte Vogelarten aufgeführt sind, zum Beispiel der Rotmilan, zum Beispiel der Schreiadler oder der Wespenbussard, noch weitere. Dann sind bestimmte Abstände formuliert, die es einzuhalten gilt. Für jede Art sind drei Abstände formuliert. Ein Abstand, der auf jeden Fall einzuhalten ist und in dem Radius keine Windanlage gebaut werden darf. Dann gibt es einen mittleren Abstand, wo es vielleicht mit einer Sondergenehmigung eine Anlage gebaut werden kann unter bestimmten Umständen. Und dann gibt es einen erweiterten Radius, in der eine Anlage möglich ist. Ja, das Ganze wird dann natürlich geprüft, ob so ein geplantes Windenergieprojekt gegen das Bundesnaturschutzgesetz verstößt. Da ist dann eine Artenschutzprüfung, wird da durchgeführt, die bis zu drei Stufen umfassen kann und mehrere Punkte pro Stufe umfasst. Und um einen Verstoß gegen das Bundesnaturschutzgesetz zu verhindern, können auch Vermeidungsmaßnahmen und/oder ein Risikomanagement ergriffen werden. Ja, wie kann jetzt sowas ausschauen? Risikomanagement, Vermeidungsmaßnahmen. Folgendes ist der Fall: Schutzmaßnahmen für Fledermäuse und Vögel. Es gibt eine sogenannte Abschaltautomatik, die ist mittlerweile auch etabliert. Und das bedeutet, dass diese Abschaltautomatik die Anlage zu den hauptsächlichen Aktivitätszeiten von Fledermäusen einfach ausschaltet. Die dreht sich dann nicht. Es sind Zeiten bekannt, bei denen Fledermäuse sehr aktiv sind und beziehungsweise bei denen die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass die Fledermäuse aktiv sind. Das sind bestimmte Wetterbedingungen, bestimmte Temperaturen und so weiter. Das ist bekannt. Und eben mit dieser Automatik kann dann Schlimmeres verhindert werden. Während dem Betrieb der Anlage kann dann auch noch zusätzlich ein Monitoring durchgeführt werden. Und durch dieses Monitoring können dann die Zeiten präzisiert werden. Es wird dann aufgezeichnet, stehen dann Daten zur Verfügung, wann die Fledermäuse an diesem Standort tatsächlich aktiv sind. Und die Abschaltzeiten können dann sehr genau an die wirklich aktiven Fledermauszeiten, Flugzeiten angepasst werden. Das ist dann unterm Strich eine Win-Win-Situation, nämlich durch die Abschaltung werden die Tiere geschützt, aber auch durch die sehr spezifische Abschaltung für die Tiere an diesem Standort wird natürlich auch mehr Energie produziert im Vergleich zu einer vorsorglichen Abschaltung, wo vielleicht dann das Risiko dann vielleicht doch nicht so hoch ist für die Tiere, aber die Anlage einfach stillsteht. Bei den Vögeln ist die Standortwahl erstmal entscheidend. Ich habe vorhin schon die Tabelle erwähnt, die im Bundesnaturschutzgesetz aufgeführt ist, mit Abständen, die dort formuliert sind. Das heißt, es gibt von Haus aus Ausschlussflächen, an denen so eine Anlage überhaupt gar nicht erst gebaut werden darf. Einfach verboten. Es gibt dann weitere Maßnahmen, die ergriffen werden können, zum Beispiel eben die Vermeidung von Anlockungen mittels gezielten Flächenmanagements. Damit ist gemeint, dass die Flächen direkt unter der Anlage oder bei der Anlage zum Beispiel unattraktiv für potenzielle Beutetiere der Tiere oder der Raubvögel gestaltet wird und somit dann der Vogel auch weniger Grund hat, da überhaupt durch das Gebiet der Anlage zu fliegen. Es ist nämlich auch so, das ist auch ein Grund, warum es zu so Schlagereignissen kommen kann. Die Raubvögel schauen beim Jagen natürlich auf den Boden und nimmer nach vorne und sehen so vielleicht dann das Rotorblatt nicht auf sich zukommen. Weiter möglichst großer Abstand der unteren Rotorblattspitze zum Boden. Es ist nämlich auch so, ich habe jetzt schon mehrmals erwähnt, die großen Anlagengrößen und die Größen werden auch noch größer. Das hat eben auch den Effekt, dass die Rotorblätter mittlerweile zum Teil in Höhen sich bewegen, in denen die Tiere gar nicht mehr unterwegs sind. Also bestimmte Vogelarten, aber auch die Fledermäuse haben bestimmte Flughöhen, über die die Tiere in der Regel nicht hinausgehen. Wenn jetzt die Anlage eben
so hoch ist und das Rotorblatt so weit oben ist, ist das Risiko für Schlagereignis dann auch deutlich niedriger. Und auch bei den Vögeln ist eine Abschaltautomatik vorsorglich zum Beispiel möglich. Es gibt mittlerweile auch oder befinden sich in der Entwicklung auch sogenannte Radar- und oder kameragestützte Systeme. Das sind Systeme, die die Vögel erkennen und dann erst die Anlage abschalten. Da habe ich auch ein Bild dabei. So kann eine Anlage aussehen, die sowas kann. Wir sehen hier eben viele Kameras und so weiter, viel Technik. Das Gerät arbeitet auch mit künstlicher Intelligenz. Und das Gerät ist sogar in der Lage, unterschiedliche Vogelarten zu erkennen. Das Ganze befindet sich aktuell noch in der Zulassung. Es sind meines Wissens schon ein paar Geräte in der Praxis und ich gehe eigentlich auch davon aus, dass das vermehrt in Zukunft kommen wird, sowas. Weitere Naturschutzmaßnahmen, diese beziehen sich jetzt tatsächlich ja eher auf Wind-in-Wald-Anlagen, was ja auch in Bayern durchaus ein Thema ist und Thema sein wird. Dabei hat die Vergangenheit auch schon gezeigt, dass bei solchen Anlagen oder bei solchen Projekten zum Beispiel Biotope geschaffen werden für die Tiere. Man muss dazu sagen, als Hintergrundwissen noch, so Wind-in-Wald-Anlagen, Wind-in-Wald-Projekte werden in der Regel in Wirtschaftswäldern, wirtschaftlich genutzten Wäldern durchgeführt. Meistens in Bayern Fichtenmonokulturen, biologisch vielleicht weniger wertvoll. Ein Wind-im-Wald-Projekt wird nie in höchst wertvollen, biologisch wertvollen Wäldern umgesetzt werden. Somit ist das durchaus ein positiver Effekt für den Standort, wenn durch das Projekt dann ein Biotop oder Biotope geschaffen werden für die Tiere vor Ort. Es finden Ersatzaufforstungen statt. Natürlich muss für so eine Anlage auch ein gewisser Teil gerodet werden. Der wird aber mindestens zur gleichen Flächengröße aufgeforstet. Zum Teil wird auch mehr aufgeforstet. Und dann wird auch keine Fichtenmonokultur mehr aufgeforstet, sondern in der Regel klimaresistente Baumarten, meistens dann auch ein Mischwald. Es können auch andere biologisch wertvolle Flächen, zum Beispiel für Insekten und so weiter, angelegt werden. Hat es auch schon gegeben. Und durch die Technik kann man auch dafür sorgen, dass es zu einer Verminderung des Eingriffes in die Natur kommt, beziehungsweise dass man den Eingriff in die Natur auf ein wirklich nötiges Minimum begrenzt. Ein Beispiel dafür ist ein Spezialgerät, mit dem Flügelblätter angeliefert werden können. Ist vielleicht bekannt aus den Medien, wenn jetzt jemand in der Nähe von so einer Anlage wohnt, hat er das Gerät vielleicht auch schon mal live gesehen. Das ist in der Lage, das Flügelblatt aufzustellen, aufzurichten. Und dadurch kommt das Flügelblatt besser um die Kurve. Und es muss zum Beispiel, wenn so ein Waldstandort angeliefert wird, viel weniger der Strecke oder der Bäume an der Strecke gerodet werden, da das Flügelblatt eben aufgestellt werden kann und so besser durchkommt. Das wäre so ein Beispiel für so einen Punkt. So, abschließend der kleine Exkurs zum Thema Kleinwindkraftanlagen. Wirklich nur ganz grob zusammengefasst, eben auch aus Zeitgründen. Nutzung von Kleinwindkraftanlagen, hier eine Übersicht, die ist auch von diesem Jahr, Stand Mitte März diesen Jahres, hier aufgeführt, die ganzen Bundesländer und aufgedröselt nochmal nach den Leistungsklassen. Einmal unter 5 Kilowatt, einmal zwischen 35 Kilowatt und einmal über 30 Kilowatt Leistung. Und man sieht hier im bundesdeutschen Vergleich, dass Bayern hier durchaus gar nicht schlecht abschneidet. Vor allem bei den kleinen Leistungsklassen ist Bayern tatsächlich am besten dabei, Spitzenreiter sozusagen. Aber auch bei den mittleren Anlagen unter den Top 3, die ersten zwei Plätze sozusagen belegt durch sehr windstarke Standorte, Schleswig-Holstein, Niedersachsen. Und ja, sozusagen durchaus ein Thema in Bayern.
Kann ich auch bestätigen aus dem Berufsalltag. Wir haben durchaus auch viele Anfragen zum Thema Kleinwind bei Carmen. Da ist vielleicht nur interessant zu wissen, Stand dieses Datum, das kann sich natürlich jeden Tag verändern, waren 756 Kleinwindanlagen in Betrieb, laut dem Marktstandartenregister. Davon haben wir 650 Horizontalläufer gehabt und tatsächlich 106 Vertikalläufer. Das ist das, was ich eingangs schon erwähnt habe. Bei den Kleinwindanlagen werden durchaus, wenn es auch wenige sind, aber es werden ein paar Vertikalläufer gebaut. Wir haben hier mal ein paar Bilder dabei von Kleinwindanlagen. Hier Horizontalachser, hier einen Vertikalachser, verschiedene Arten der Montage. Hier so ein Gittermast, ein Rohrmast, hier eine Dachmontage auf dem Rohrmast. Und hier nochmal zwei verschiedene Bauarten vom Vertikalachser. Die werden halt häufig ja optisch als schöner irgendwie empfunden und dadurch ja, ist da oft die Akzeptanz vielleicht auch ein bisschen besser. Aber wie eingangs auch schon erwähnt, überwiegen bei den Vertikalachsen eigentlich im Vergleich zu den Horizontalachsen die Nachteile eigentlich. Und die Wirkungsgrade sind bei den Horizontalachsen auch besser. Hier nochmal kurz zur Unterscheidung. Die Leistungsklassen, was ist Kleinwind überhaupt? Man spricht unter 100 Kilowatt Leistung von Kleinwindanlagen und ja, da gibt es nochmal genauere Aufdröselung bis 5 Kilowatt eben von Mikrowindkraftanlagen, zwischen 5 und 30 Kilowatt von Mini-Windkraftanlagen und zwischen 30 und 100 Kilowatt Leistung von Mittelwindkraftanlagen. Das Thema Genehmigung bei den Kleinwindanlagen ist auch immer ja, natürlich gefragt und wichtiges Thema. Hier kommt der Begriff, den ich anfangs oder eingehend erklärt habe, nochmal zu tragen, nämlich der Begriff der Gesamthöhe eben vom Fundament bis zur obersten Flügelblattspitze. Und hier ist die Gesamthöhe eben entscheidend und es gibt eine Unterscheidung zwischen den Höhen, nämlich unter 10 Meter Gesamthöhe. Oder kleiner gleich 10 Meter Gesamthöhe ist so eine Kleinwindanlage tatsächlich verfahrensfrei in Bayern nach der Bayerischen Bauordnung. Anlagen zwischen 10 und 30 Meter benötigen eine Baugenehmigung. Unter Umständen kann auch ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren ausgesprochen werden. Bei Anlagen zwischen 30 und 50 Meter ist auf jeden Fall eine Baugenehmigung nötig. Und bei Anlagen über 50 Meter spricht man dann eben eigentlich nicht mehr von Kleinwindanlagen und die müssen dann auch nach dem Bundesemissionsschutzgesetz genehmigt werden. Möchte hier auch nochmal was aufgreifen, was ich eingangs eigentlich schon mal erwähnt und erklärt habe, nämlich der Wind als Standortfaktor und der Standortfaktor des Geländes. Das kommt bei den Kleinwindanlagen doch nochmal deutlicher zu tragen und ist vielleicht bei dem Thema Kleinwind nochmal etwas wichtiger tatsächlich als bei den Großwindanlagen, wie ich vorhin schon gesagt habe. Mittlerweile haben wir in Höhen, wo das vielleicht weniger dann eine Rolle spielt. Bei den Kleinwindanlagen schaut das Ganze natürlich ganz anders aus. Und wir haben hier mal dargestellt, ein Hindernis, vielleicht ein Wald oder Bäume, eine Hecke. Und die Luft strömt hier an und es kommt zu Verwirbelungen, wie ich es schon erklärt habe und erwähnt habe. Und die Verwirbelungen können eben zweimal so hoch sein wie das Hindernis selbst. Und die Verwirbelung kann 20 Mal so weit reichen, wie das Hindernis hoch ist. Vor allem der zweite Punkt, glaube ich, ist dann doch überraschend und dann doch wichtig zu beachten, wenn man sich so eine Kleinwindanlage zulegen möchte. Wenn man jetzt hier die Hauptwindrichtung hat und da eben relativ in der Nähe zu meinem Grundstück ein Wald oder eine Hecke steht, ist das durchaus ein Punkt, den man beachten muss und der zu Ertragseinbußen führen kann, ganz klar. Mit dieser Folie möchte ich noch kurz auf die Wirtschaftlichkeit eingehen. Das ist auch nur eine kurze Beispielrechnung. Dabei muss ich sagen,
Das Thema Kleinwind lässt sich überhaupt, also generell das Thema Windenergie lässt sich nicht pauschalisieren. Beim Thema Kleinwind erst recht nicht. Die ganzen Werte sind sehr variabel, die Anschaffungskosten sind sehr variabel, somit sind auch die Gestehungskosten sehr variabel. Die Erträge am Standort sind sehr variabel, sehr standortabhängig. Daher kann man pauschal nichts sagen. Und das möchte ich eben auch nochmal deutlich sagen bei dem Rechenbeispiel jetzt. Das kann von Standort zu Standort sehr variieren. Das sind jetzt einfach Annahmen, die wir getroffen haben, um einfach mal ein Beispiel zu zeigen. Und das Beispiel, der Punkt, der dort rausgehen soll, ist, dass die Gestehungskosten einer Kleinwindanlage relativ hoch sind. Sie sind höher als bei einer PV-Anlage. Daher ist die PV-Anlage auch tatsächlich zu bevorzugen, bevor man es über eine Kleinwindanlage nachdenkt. Die Kleinwindanlage kann durchaus eine gute Ergänzung sein zur PV-Anlage. Es ist vielleicht bekannt, die ja, besten Ertragszeiten von einer PV-Anlage sind Frühjahr, Sommer logischerweise. Von einer Windanlage sind es Herbst und Winter. Eine Windanlage kann auch Strom produzieren, wenn es dunkel ist, logischerweise. Und dadurch kann sie PV und Wind bzw. Kleinwind, sowohl im Großen, also große PV-Anlagen und Windanlagen, kleine PV-Anlagen und Windanlagen, durchaus gut ergänzen. Aber eben, es sollte zuerst die PV-Anlage realisiert werden. Die ist einfacher zu realisieren und ist günstiger und auch der Strom ist günstiger. Hier bei dem Rechenbeispiel soll jetzt eben gezeigt werden, durchschnittlicher Strompreis. Das ist zwar noch vor Anfang des Jahres, kommt aber relativ gut hin, möchte ich jetzt behaupten. 36,19 Cent pro Kilowattstunde. Und die Ersparnis gegenüber den eingekauften Strom ist quasi der Gewinn der Kleinwindanlage. Also der Strom, es rentiert sich die Kleinwindanlage eigentlich nur, wenn man den produzierten Strom selbst verwendet und möglichst viel, möglichst alles davon selbst verwendet. Wie gesagt, die Gestehungskosten sind relativ hoch und die Vergütung, man kann einspeisen, natürlich. Die Vergütung ist aber relativ gering. Die Vergütung für Kleinwindanlagen orientiert sich an den Ausschreibungen der Großwindanlagen. Daher ist die Vergütung relativ gering. Waren jetzt hier bei knapp 8 Cent pro Kilowattstunde. In diesem Beispiel haben wir Gestehungskosten von fast 22 Cent pro Kilowattstunde. Also da sieht man durchaus, dass sie das sicher nicht rendiert. Aber auch bei der besseren Windgeschwindigkeit können wir dann immer noch auf 11,25 Cent pro Kilowattstunde Gestehungskosten, was sich auch nicht rendiert. Wenn man jetzt aber die Differenz ausrechnet oder einfach die Werte vergleicht im Vergleich zum gekauften Strom, kann sich das durchaus rentieren. Wie gesagt, sehr standortabhängig. Zum Thema Kleinwind möchte ich dann noch auf unsere Kleinwindbroschüre hinweisen. Sie können über diesen QR-Code gleich direkt darauf hinkommen. Sie können einfach auf unserer Webseite gehen und sich die Kleinwindbroschüre runterladen. Sie können uns gerne telefonisch per E-Mail kontaktieren und wir lassen Ihnen die Kleinwindbroschüre digital oder auch physisch gerne zukommen. Und mit dieser Broschüre können Sie sich ausführlich belesen. Das war jetzt nur aufs Gröbste zusammengefasst. Da steht alles sehr ausführlich drin. Die wird auch die nächsten Monate überarbeitet werden, wo dann die 10H-Reform zum Beispiel neu mit eingebaut wird und überarbeitet wird und so weiter. Somit bin ich beim Ende und ich bedanke mich herzlich für die Aufmerksamkeit, freue mich auf Fragen und falls nach Ende der Veranstaltung noch Fragen auftreten, gerne, wie gesagt, auch uns oder mich per E-Mail oder telefonisch kontaktieren.